Ja, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Desperados. So, wir haben schon einiges gemacht, wisst ihr ja. Wir versuchen jetzt, diesen Mann da oben zu befreien mit einem Schlag. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, nicht mehr zu sterben. Ja, verdammt. Hat er nicht gesehen? Ausnahmsweise mal. Zack. Zack. Okay. Noch jemand ohne? Passt. Okay, wo ist jetzt Sam? Der ist hier, perfekt, passt. Fangen. So. Kannst du wieder reingehen? Nein. Was ist passiert? Scheiße. Nein, das war dumm von mir. Ich hab nicht mehr dran gedacht, dass einer im Hintergrund ist. Mann, ey, da muss doch zu schaffen sein. So, ich lock jetzt erstmal dem hier raus. So. Meine Güte, ey. Da kommt auch der Nächste. So, auch ausgenockt. So. Wer auch immer das ist. Zack. Kann ich helfen? So schnell geht das, Leute. Deputies. Ach, das sind Polizisten. Ja, okay, sind ja eigentlich Sheriffs, ne, aber keine Polizisten. Also von daher. So, da unten sind die eigentlich alle. Ja, jetzt sind wir aber eindeutig schnell. Jetzt sind wir zu viele Leute da unten. Da kann ich eventuell mal eine Handgranate reinwerfen. So, jetzt hole ich erstmal hier Dingens raus. Wo ist der denn jetzt hin? Hat er nicht gepeilt? Scheiße. Disziplin und tritt einfach eine Frau. Okay, das ist gut. Jetzt sind die beiden ausgenockt. Oh nein, hat er jetzt gesehen, dass ich hier reingegangen bin? Eigentlich nicht. Oder? Hat er das gesehen? Nein, hat er nicht gesehen. Ich hab's gerade so geschafft, Leute.
Scheiße, Mann. Was ist das denn? Zack. Eigentlich locke ich keine Zivilisten aus, aber manchmal machen die so Probleme. Aber ich will ja, dass der Sheriff nach hier kommt. Ja, tot sein, Amigo. Einfach nur tot sein. So. Nein. Scheiße. Ich hätte speichern sollen. Mann, ey, das darf doch nicht wahr sein. Warum? Warum passiert mir das immer? Warum, Leute? Ich glaube, ich muss dich von unten nähren. Ich hab doch geschossen. Leute, ich verzweifle gerade. Es tut mir leid. Ich krieg's einfach nicht hin. Ja, jetzt holt die wieder ihren... Ja, hier. Komm, verhafte mich. Schon wieder verkackt. Ich verstehe das nicht. Ich treffe die ganze Zeit, aber... Güte, ey, jetzt komm her. Die können aus Ecken schießen und ich krieg das nicht hin, ey. Es tut mir leid, Leute. Komm, hol deinen Hilfs-Sheriff. Die Flasche. Jetzt haben wir genau die Situation, die ich mir erwünscht habe, in dem Sinne. Okay, eigentlich habe ich mir nicht erwünscht, aber, Scheiße. Ich könnte ja eigentlich, Ich versuche das jetzt mal. Okay. Gut, ich hab damit nicht gerechnet, dass ich dem so, Komm, jetzt hol doch deinen Sheriff. Wollen Sie?
nächste bitte. Hier ist kein Platz für Faulenzer. Halt du da. Noch jemand ohne? Jetzt hab ich ihn. Jetzt hab ich ihn endlich. Jetzt kümmere ich mich um die, dem Typ da. Komm raus. Boah, ich dachte schon wieder, ich treffe nicht. So, und jetzt speichere ich erstmal wieder. Ist ja erbärmlich, ey. Och nö. Ist dir das jetzt aufgefallen, dass er tot ist? Ah, okay. Jetzt habe ich hier meine Chance, diesen Typ dazu vernichten. Nein, nicht. Hat geklappt. Perfekt. So. Hier in diesem Gebäude ist, glaube ich, auch noch einer drin in dem Office. Ja, schlafen sieht man doch, oder? Oh nein, der läuft genau nach hier. Scheiße. Ja, hol du Hilfe. Hey ja, hey ja. So. Warte mal, der ist immer noch da drin, ne? Wenn ich jetzt mit der... Oh Gott. Hat geklappt. John, zum Teufel. Das nenne ich Timing. Los, lass uns von hier verschwinden. Ich muss erst noch meinen Mantel und meine Ausrüstung aus dem Büro des Sheriffs dort drüben holen. Verdammt, aber beeil dich. Wir haben bereits die halbe Stadt am Hals. Nein, nicht. Warum liegen Sie da? So, jetzt speichere ich nochmal. Ich habe zwar den Dog, aber ich hab seine Ausrüstung noch nicht. Da würde ich jetzt als nächstes hinlaufen. Oh mein Gott. Der sieht mich nicht. Du, verdammter Mist. Wenn das der Sheriff sieht,
Ich versuche jetzt mein Glück. Naja, ist ja auch egal. Ich hab den Dingens. Oh nein, oh nein. So, gibt's denn noch irgendwo einer? Ja, hier, da steht noch einer. Ja, ich muss die Pferde nach da holen. Ist ja logisch. Komm schon. So. Komm schon. Ich kann euch ja mal was Cooles zeigen. Kann ich sehr gut von hier. Wer sind Sie? Da ist keiner mehr drin, ne? Aber jetzt guck mal. Zack. Komm schon. So, wir verstecken uns mal hier drin. Ich gehe jetzt mit John und mit Cooper und Doc gehe ich jetzt seine Ausrüstung holen. Zurück. Kommt doch eh keiner. Doch, aber lol. Wer ist das? Komm nur her. Los. Hopp. Zack. John. Hey, noch jemand ohne? In deine Ausrüstung. Und weg hier. John. Komm schon jetzt, mein Freund. Komm jetzt, mein Freund. Muss er noch mal ganz kurz absteigen. So. Dann kannst du aufsteigen und here we go. Ja, Mission erfolgreich. Tipp Wende an den Wende. Cooper, okay. Aha, okay. Verstehe. Das ist jetzt zum Beispiel wieder eine Mission. Was wollen wir eigentlich in diesem Schlammloch? Ich brauche noch einige nützliche Kleinigkeiten aus meiner Hütte, bevor wir uns auf die Jagd machen. Oh, verflucht. Was ist? Mein Schlüssel. Der liegt noch in meiner Kutsche. Hm.
Das fällt dir aber ein bisschen spät ein. Hör zu, du Klugscheißer. Ich mag deine Art von Humor nicht, klar? Also halt dich zurück. Sonst verpasse ich dir eine Daueranästhesie. Ne, was für eine Amnestie? Sam, lass es, okay? Und was schlägst du jetzt vor, Doc? Eigentlich keine große Sache. Breche ich zur Abwechslung eben mal bei mir selbst ein. Ja, der hat zum Beispiel eine Gabe, der kann Schlösser knacken. Aber wie es weitergeht, erfahrt ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge. Wie gesagt, es gibt immer für jeden Charakter eine Mission halt. Und ja, wie es weitergeht, erfahrt ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Das war Desperados.